Hallo? Hä, warum konnte ich ihn denn nicht angreifen? Hallo? Ey, der hat ein Hack, der hat ein Hack. Lol, der Hacker hat verloren. Wie arm ist das? Wie arm ist das, ey? Wenn Hacker schon verlieren, dann ist das ja richtig traurig. Das ist einfach nur traurig. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde MindRoar, einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich werde mal ganz kurz hier erklären, was MindRoar ist. Und zwar ist MindRoar ein Spiel, so ähnlich wie Trouble in Mineville, das von den lieben Mojang Minecrafter gemacht worden ist. Ich denke mal, jeder kennt den Mojang Minecrafter. Falls nicht, ich werde natürlich einen Link zu seinem Kanal in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr dann nochmal vorbeischauen. Und ich werde mal eben das, die, oder jetzt halt, erklären, was eigentlich MineRoar ist. Also jedenfalls ist MineRoar eine neue Spielmodi in Minecraft, natürlich auch auf Servern, also im Multiplayer. Und Tidus ist eigentlich mit seinem Team, ich erkläre mal kurz, wer eigentlich die Teamkameraden sind. Also ihr könnt das Ganze mit Tab nachschauen, und zwar bin ich im Team Gold, also die Leute, die in der gleichen Farbe wie ihr seid, sind halt in euer Team. Und ich habe mir zu diesem besonderen Anlass auch noch den Shader-Mod installiert, also wieder reingepackt. Ich kann ihn jederzeit rauspacken, aber egal. Und wow, ich werde schon angegriffen. Ich habe das ein paar Runden schon gespielt. Jetzt bitte nicht sauer sein, wenn ich nicht jetzt der Beste bin, aber ich spiele gerade mit Shader und der Lex. Naja, nicht laggen, aber die ganze 30 FPS, aber das ist nicht sehr flüssig für meine Verhältnisse. Naja, okay. Und jedenfalls ist es immer so, wenn ihr eingekillt habt, könnt ihr natürlich wie bei Trouble in Mineville auch so einen Shop aufrufen, sage ich mal. Oh mein Gott, jetzt gehen die direkt auf mich drauf und ich bin tot, da hatte ich keine Chance. Und jedenfalls ist das so, ich kann das mal kurz zeigen, wenn ihr Slash B eingibt, habt ihr einen kleinen Shop, also genauso wie bei Trouble in Mineville. Und hier könnt ihr zum Beispiel Creeper-Pfeile kaufen, Giftbomben oder Sprint-Zombies. Also ist eigentlich so wie bei Trouble Mineville das Prinzip ungefähr halt nur, dass ihr die ganze Zeit am Betteln mit eurem Team seid. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Jetzt in der ersten Folge habe ich zwar alleine aufgenommen, also werde ich auch alleine aufnehmen, aber zum Beispiel in den weiteren Folgen oder halt in der nächsten Folge werde ich mir eventuell den einen oder anderen schnappen. Ich werde mir dann noch überlegen, mit wem ich das aufnehmen werde. Und dann gibt es auch noch natürlich ein Together. Gut, ich bin jetzt erstmal ein bisschen hier schlecht gerade dran, weil der Shader-Mod, wie gesagt, nur mit 30 FPS läuft und das ist nicht sehr flüssig für PvP-Zeugs, allerdings sieht er so episch aus. Na, ja, und deswegen lasse ich den eigentlich drinne, außer es geht jetzt gar nicht, dann nehme ich den mal kurz raus. Das ist jetzt nicht so das Problem, denke ich. Oh mein Gott, der hat einen Teamkameraden gekillt. Und das meine ich, ich treffe die einfach nicht so gut wie ohne den Shader. Wow. Also ohne Shader bin ich definitiv besser, allerdings sieht man das nicht so im Video, dass es laggt. Deshalb wissen die Leute gar nicht, was ich damit meine. Also jetzt ihr. Und nebenbei, man bekommt immer pro einen Kill 10 Mine War oder War Points. Die kann man dann unten in der EXP-Leiste sehen, wie viele man momentan hat. Und ebenfalls bekommt man bei einem Kill auch einen Mine War Punkt. Also für den Shop. Und wenn ihr 2 Mine War Punkte habt, könnt ihr euch zum Beispiel Sachen im Shop kaufen. Den habe ich ja gerade gezeigt. Ja, und ich schneide mir jetzt erstmal ein paar Sachen. Momentan habe ich ja noch keine Sachen. Wenn die Runde jetzt wirklich sehr kurz sein sollte, boah, ich blende mal ein bisschen den Chat aus, der nervt ja gerade ziemlich. Wenn die Runde jetzt nicht allzu lange dauern sollte, werde ich eine Dra Runde dranhängen. Und ihr könnt mal jetzt in den Kommentaren schreiben, wie euch das Projekt so gefällt. Ich würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich hau mal kurz ab. Oh, wow, 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 nein, nein. Ich bin kurz vorm Verrecken. Oh, das wird ganz knapp. Das wird ganz, ganz knapp. Hätte ich Pfeile, dann wäre ich ja schon im Vorteil, aber ich habe natürlich keine Pfeile, wie gut ich hier gerade dran bin. Oh, da sehe ich schon mal. Ah, Mist, Mist. Oh, jetzt komm, zieh doch. Oh, der verfolgt mich gar nicht mehr. Oder? Oh, nee. Warte mal, Pfeile. So, jetzt erstmal hier die Pfeile. So. Erstmal alles hier vernünftig anordnen. Und da ist ein feindlicher Team, also kein Teamkamerad. Wow. Ich hätte nicht drauf gehen sollen. Ich hätte nicht drauf gehen sollen. Schnell abhauen.
Und ich werde nochmal die IP in die Videobeschreibung packen. Also falls ihr das selber zocken wollt, könnt ihr das natürlich machen. Ich werde euch dann die IP, wie gesagt, in die Videobeschreibung packen und dann könnt ihr auf den Server mal spielen. So, jetzt erstmal den Typen da killen. Komm, den habe ich noch gekillt, ist egal. Den einen habe ich gekillt und ich kann mir jetzt was im Shop kaufen, also mit B1. Jetzt habe ich zum Beispiel Creeper-Pfeile und allerdings brauche ich jetzt erstmal Bogen und Pfeile, damit ich die auch überhaupt benutzen kann. Ja, oh mein Gott, das ist mein Teamkameraden. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verpeilt dran. Naja, egal. Ich will mal gucken. Ich habe sogar auf Fahr gestellt. Ein Wunder, dass es eigentlich nicht sehr laggt. Weil normalerweise habe ich die Render Distance immer auf Normal gestellt für die Aufnahmen und sowas. Wundert mich gerade ein bisschen. Lol, Junge. Was geht mit denen ab? Okay, normalerweise könnte ich auch so gut treffen, aber ich Shader und so, ich will es nicht nochmal erklären. Ja. Wow, 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 Junge, geh sterben. Ach, genau, es gibt ja immer auch noch so ein Super Creeper, keine Ahnung, was, shit. Mein Güte. Oh. Und ich bin gestorben. Naja, okay, das war's dann auch eigentlich schon für die allererste Runde. Ja, eventuell werde ich noch eine Runde dranhängen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde oder besser gesagt den ganz kleinen Cut. Herzlich willkommen. Und ja, ich habe jetzt den Shader-Mod nicht drinne. Ich habe mich dazu dann noch entschieden, eine weitere Runde dran zu hängen. Und ja, wenn ich jetzt schlecht bin, wisst ihr Bescheid, lag es nicht am Shader. Allerdings werde ich jetzt nicht schlecht sein, weil ich jetzt konstante 120 FPS habe, wenn nicht mehr. Eigentlich habe ich sogar noch mehr FPS manchmal. Kommt halt immer an, mit welchem Texture Pack und so. Ja. Egal, auf jeden Fall liegt das am Shader meistens, weil damit kann ich nicht so lagfrei spielen. Und nebenbei, ich bin im Team dunkelblau oder einfach nur blau. Ja, jetzt werden wir auch abgehen. Hier sind meine Teamkameraden, der Alexei und der Blockjumper98 und der Gukada. Naja, okay. Ja, wir legen mal direkt los. Ich werde jetzt auf keinen Fall verkacken, weil wenn es lagfrei läuft, bin ich eigentlich ziemlich gut im PvP, treffe auch ziemlich viele Schüsse mit dem Bogen. Sind das keine Teamkameraden? Ich glaube nicht, oder? Da habe ich schon den ersten getroffen. Wisst ihr, Leute, direkt Shader raus und ich treffe auch. Das liegt wirklich am Shader, Leute, weil 30 FPS und 29 FPS sind, naja, schon ein großer Unterschied. Und da müssen wir halt mal gucken, ne, wie wir das mit den Shader regeln. Eigentlich will ich den Shader nur benutzen, wenn das keine PvP-Sachen sind. Allerdings sieht er so hammergeil aus, deswegen muss ich mal gucken. So, ich jump jetzt erstmal ein bisschen. Lol, Alter. Ach, da von oben. Ja, ich konzentriere mich hier gerade ein bisschen mehr. Also bitte seid mir nicht böse, wenn ich jetzt ein bisschen mit meinem Kommentar. Also wenn ich mich jetzt ein bisschen mit meinem Kommentar zurückhalte. So, der erste ist auch schon down. Wo finden wir denn noch ein paar Leute? Ja, da gibt es aber bestimmt noch ein paar Leute, die sterben wollen. Ach, da haben wir ja schon den ersten. Oh. Hallo? Lol. Oh, ja. Das war natürlich geplant und ja. Nein, ich muss jetzt mal ein bisschen abgehen, weil ich bin wirklich nicht schlecht im PvP. Das weiß ich auch selber. Hat mir meine Mama gesagt. Ja, das hat mir meine Mama gesagt. Und ich will jetzt abgehen. Ich will jetzt abgehen. Und nebenbei, die Map ist auch richtig hammer gebaut. Die hat der Crossing Wolfie gebaut. Schaut doch mal bei dem vorbei. Der hat auch unseren Spawn gebaut. Also den auf dem Server von uns. Also ich sag extra uns, weil der Server ja nicht nur mir gehört. Der Server gehört Sven Popo, mir und den Show Driver. Also das war schon geplant, dass ich jetzt uns sage. Also nur für die Leute, die jetzt denken, warum sagt er uns? Ja, das war extra. Und so, jetzt bettel ich erstmal ein paar. Komm. KS, KS, KS. So, da ist ja doch der nächste. Mann. Der will mich doch hier verarschen, oder? Ich greife dir von hinten an. So. Da ist auch schon der nächste. Und wir haben zwei Shop-Punkte. Wir kaufen uns mal direkt zwei Creeper-Pfeile. Oh. Hallo?
Hä, warum konnte ich den denn nicht angreifen? Hallo? Ey, der hat einen Hack, der hat einen Hack. Lol, der Hacker hat verloren, wie arm ist das? Wie arm ist das, ey? Wenn Hacker schon verlieren, dann ist das ja richtig traurig. Das ist einfach nur traurig. Der schießt damit, keine Ahnung, ich glaube, das heißt Fast Plays. Nee, Fast Plays glaube ich nicht. Das ist nur, wenn man Wurftränke schnell nacheinander wirft. Und auf jeden Fall konnte der da irgendwie nacheinander die Pfeile schießen. Und ah, wie arm ist das? Das ist ja schon traurig. Dann sterben. Ach, das ist wirklich schon traurig. Dafür gibt es auch keine Wörter mehr. Gut. Hier haben wir dann wieder ein paar Sachen. Passt dann wenigstens etwas. Ach, da sind bestimmt Pfeile, oder? Ne, Pfeile finden wir leider nicht. Gunpowder. Was haben wir denn damit? Ach, bestimmt vom Creeper. Oh mein Gott. Hallo? Auch da. Ah, und tot ist er. Oh mein Gott. Bisschen zurückgehen. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen mit meinem Kommentarstil im Hintergrund, als ob die hacken. Nee, ey, das ist jetzt nicht mehr normal. Also Leute, ihr konntet es ja mit eigenen Augen sehen, der hatte irgendwie einen Cheat, weil so schnell kann man nicht treffen. Und nein, es gibt auch keinen, besser gesagt, keine Fähigkeit im Shop, die das ermöglicht, dass man so schnell schießen kann. Da bin ich mir sicher. Mag ich sterben, Junge. Mann, nee, der haut mich jetzt aber nicht ab. Der haut mich nicht ab, ohne Witz. Der gehört jetzt nur mir. Nee, den renne ich jetzt hinterher. Ist mir scheißegal, der gehört mir. Hau mal ab. Na, Junge! Den will ich noch killen, Junge! Junge, nein, den will ich noch killen, den will ich noch killen. Nein, den wollte ich noch killen. Mist, schade eigentlich. Der hat mich irgendwie aufgeregt. Und mein Team, wie viel Leben hat es noch? Man kann es mal im Chat lesen. Ich glaube, 5 Leben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist mein Teamkamerade. Den lassen wir mal lieber in Ruhe. Besser gesagt, den kann man auch gar nicht angreifen, also bringt das sowieso nichts. So, und jetzt kommen Kisten. Warte mal, ich kann mir doch eigentlich... Ja, der Hack, so schnell kann man nicht schießen. Und boah, wie arm ist das eigentlich? Hacker in Minecraft, ey, dazu kommt noch. Also das ist ja auch schon... Mann, ey, Leute, das regt einfach nur auf. Warum gibt's Hacker in Minecraft wirklich? Das ist doch einfach nur arm. Warum hackt man in einem Blockspiel? Haben es einige Leute echt nötig und sind sowas vom Niveau auf Null gelandet, dass sie hacken müssen? Boah, generell hacken in Spiele ist armselig. Wenn ihr hackt, dann schämt euch einfach. Ohne Witz, schämt euch. Nur weil ihr es anders nicht könnt und wir haben jetzt sogar noch verloren. Aber naja, was soll's, wenn Hacker halt meinen, anderen Spielspaß zu verderben. Naja, okay. Gut, das war's dann auch schon von dieser Aufnahme. Ich hoffe, die hat euch einigermaßen gut gefallen. Eventuell könnt ihr auch nochmal eure Meinung zu dem Thema Hacken in generell Spielen äußern und ja, würde mich halt interessieren. Und ich hoffe, die Spielmodi hat euch auch gefallen. Schreibt auch mal dazu einen Kommentar, wie sie euch so gefällt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Haut da rein, euer Crafting Pad.